Heute verraten wir euch Tricks, wie ihr beim Einkaufen richtig Geld sparen könnt. Das Video ist Teil unserer Spar-Kooperationswoche. Alle Videos haben wir euch in der Endcard und in der Infobox verlinkt. Los geht's! Wir haben euch 10 Spartipps fürs Einkaufen zusammengestellt. Nummer 1. Vor dem Einkaufen eine Einkaufsliste erstellen und sich danach im Laden auch daran halten. Denn dann kauft ihr nur das, was ihr wirklich braucht und lasst euch im Laden nicht von anderen Dingen verführen. Nummer 2. Geht nie mit leerem Magen einkaufen, denn mit Hunger kauft ihr automatisch mehr ein. Nummer 3. Achtet auf Aktionen. Dazu gibt es Werbeprospekte, Newsletter und zum Teil auch Apps, die euch über aktuelle und kommende Aktionen informieren. Ich weiß nicht genau, wie das in Deutschland und Österreich ist. In der Schweiz kann man damit richtig viel Geld sparen. Zum Beispiel Waschmittel kaufen wir immer dann, wenn es mit 50% Rabatt angeboten wird. Nummer 4. Viele Läden bieten Treuekarten an. Da sammelt ihr zum Beispiel Punkte und könnt dann später etwas viel günstiger oder sogar umsonst bekommen. Nummer 5. In der Zeitung und in Zeitschriften, ja oldschool, findet man praktische Rabattbons. Nummer 6. Kauft die Produkte in Großpackungen. Die sind meist einiges günstiger als Kleinpackungen. Nummer 7. Viele Läden haben Eigenmarken. Die sind oft günstiger als die entsprechenden Markenprodukte. Nummer 8. Die teuersten Produkte sind in den Regalen meist auf Augenhöhe platziert. Es lohnt sich also, sich zu strecken oder zu bücken. Nummer 9. Geht kurz vor Ladenschluss einkaufen. Da kriegt ihr Lebensmittel, bei denen das Verkaufsdatum abläuft, günstiger. Und Nummer 10. Am besten funktioniert dieser Trick am Samstag. Dann werden Lebensmittel mit Verkaufsdatum Samstag und Sonntag verbilligt angeboten. Das waren unsere 10 Tipps zum Sparen beim Einkaufen. Jetzt in der Endcard verlinken wir euch alle Videos, die in dieser Woche zur Sparkooperation entstehen. Klickt euch dadurch und werdet zum echten Sparprofi.